Mal, es gibt ein Flyer, der ist vielleicht vielen bekannt von der Gustl for Help Seite. Er ist jetzt ein bisschen aktualisiert, liegt da, man kann ihn mitnehmen und seine Bekannten daran informieren und so weiter. Es liegt zweitens, kaum zu erkennen jetzt hier, so eine Sticks mit einem QR-Code. Die sind besonders interessant für Leute, die ein Smartphone haben oder so, die sich damit auskennen, sich diesen Code einscannen und dann auf der Webseite der Petition für Gustl Mollat landen. Und auf diese Petition unterschreiben können. Im Moment sind es ungefähr 42.000, die diese Petition unterschrieben haben. Das ist viel mehr als in der Vergangenheit, aber die läuft noch etliche, über 50 Tage und es wäre, finde ich, eine Ehrensache, dass da noch wesentlich mehr kommen. Ich muss jetzt was Technisches sagen, was die freundlichen Polizisten mich gebeten hatten zu sagen. Wir sollten vielleicht, also erstens ist wichtig, der Eingang der Vertretung ist dort drüben, wo ich jetzt hinzerweise, diese schmale Tür, die muss immer frei bleiben. Die sollen raus und rein können, wie sie wollen. Und hier ist ein Baustellenzufahrt. Wir sollten also ein bisschen näher ranrücken, wie er das auch schon zeigt. Hier im Schatten wollen wir sowieso bleiben und dann eben, dass der Verkehr und insbesondere dann auch der Baustellenverkehr, wenn dann einer kommt, nicht behindert wird. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen, sonst können die das ja mir noch sagen. Wir sind ja in Reichweite, um uns zu beschützen. Gustl Mollat wurde nicht immer beschützt von den Polizisten. Aber das war nicht hier. Diesen kleinen Code haben wir also auch da, kann sich auch jeder nehmen und benutzen. Daneben ist noch eine kleine Schachtel, wenn da einer eine Spende reinlegen will, kann er gerne tun. Wenn ich er sage, kann sie natürlich auch. Dann ist wichtig, da bin ich rechtlich stolz auf diese Idee, einen Gruß an Gustl Mollat direkt zu schicken. Der ist formuliert, viele werden ihn aus dem Internet kennen, habe ich mir eigentlich vorgestellt. Also ich bin der Opa-Blocker, Klaus-Peter Kurch. Der Text stand im Internet, aber er ist hier auch auf diesen Zetteln ausgedruckt. Und wir wollen, das sollen möglichst viele unterschreiben. Es haben jetzt schon viele unterschrieben, die nicht Bescheid wussten. Ich hatte die Idee, dass auch der Ort dazu geschrieben wird, aus dem man kommt. Ich denke, wenn der Gustl liest, das sind jede Menge Leute aus Berlin, wird ihn das freuen. Und wenn die Leute nicht aus Berlin sind, sondern aus anderen Orten, dann wird ihn es auch freuen, weil das eben auch zeigt, wie breit inzwischen schon das Interesse ist. Das liegt hier unten und sollte unterschrieben werden. Wir werden es ihm dann schicken, nach ein paar Tagen, wenn wir auch noch ein paar Bilder haben dazu. Und dann kriegt er das alles. Außerdem, das hatte ich im Internet auch mal geschrieben, sollten wir vielleicht auch unterschreiben, aber ich finde, es ist vielleicht zu viel Unterschreiberei, haben wir eine Willenserklärung von Teilnehmern der Mahnwache vorbereitet. Die wesentlichen Punkte daraus, ich will das nicht alles vorlesen, sind immerhin zwei Seiten, aber die wesentlichen Punkte daraus, denke ich, haben wir im Laufe der Zeit noch Gelegenheit, ein bisschen zu erläutern. Und es wäre schön, wenn wir dann einfach so eine, wie man sagt, Akklamation, jeder kurz zeigt, ob er damit einverstanden ist und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, aber ich denke, wir werden wohl meistens einverstanden sein. Dass wir die also hier sozusagen als unseren Willensausdruck, dass wir nicht bloß gestanden haben, sondern auch eine Meinung haben, dass das hier dann auch verabschiedet wird. Tja, das war es eigentlich erstmal, was ich einleitend sagen wollte. Und ansonsten finde ich es sehr sinnvoll, ich habe noch nicht viele Mahnwachen mitgemacht, aber die ich mitgemacht habe, da haben wir uns einfach auch untereinander unterhalten. Also und haben uns erzählt, was wir gegenseitig machen und machen wir uns nichts vor. Es ist die Aufmerksamkeit aus verschiedenen Gründen für diesen Mollat-Skandal ist gewachsen.
auch in den letzten Monaten, aber es ist bei weitem noch nicht die Aufmerksamkeit und auch die Empörung darüber und die Durchsicht dabei, was da eigentlich passiert, hat auf jeden Fall noch nicht das Maß erreicht, was eigentlich notwendig ist. Und insofern, wir alle, ich glaube mal, hier werden meistens so Aktive sein und Unterstützer oder fast alle, aber wir sind weiter aufgerufen, das zu verbreitern, weiter mit Leuten zu reden und so weiter. Und da können wir eben auch unsere Erfahrungen, die wir untereinander haben, austauschen. Zum Beispiel habe ich heute gehört, hat mich überrascht, freudig überrascht, vom Castor TV, hier steht er, er hat angemeldet, dass jeden Montag 17.30 Uhr, richtig, hier jetzt ab Montag eine Mahnwache sein soll, eine Gustl-Monat-Mahnwache. Das ist ganz neu, eine Initiative. Es wird mehr, wollte ich damit eigentlich nur sagen. Nicht? Sicher werden dann auch manchmal nur wenige sein, aber das ist, als ich es angemeldet habe, da habe ich auch gesagt, naja, und wenn wir zu 12 sind oder 13 oder Glückszahl oder was, es kommt darauf an, einen Anfang zu setzen. So, ich will jetzt eigentlich nicht ununterbrochen weiterreden. Ich würde jetzt irgendwie eine kleine Pause machen. Und das klingt schon mal sehr gut. Wenn das